Rick, gehen Sie uns bitte einmal, zweimal Kaffee und ja, für mich schon so ist Mensch. Herr Sanchez, ich sage Ihnen das ein letztes Mal als Ihr Sergeant. Gehen Sie uns Kaffee holen oder Sie sind dran. Duanga, ich bitte Sie einmal ruhiger zu werden tatsächlich. Ich zähle bis drei. Eins, Kaffee selbst holen gehen. Zwei, drei. Gut. Das haben Sie den Mittelfinger gerade gezeigt? Herr Fuchs, können Sie bitte einmal kommen? Ja, ich komme. Er sagt gerade Hundesohn zu dir. Ja, ich weiß. Herr Fuchs. Ich komme sofort. Fuchs. Warum Herr Fuchs, wollt ihr mich denn hier beim Pudel ficken? Lass mich wenigstens eine Fuchs, Sache richtig machen können. Dann halt deine Fresse und hol mir Kaffee, wie ich dir sage, wie ein Hund. Ich hole keinen Kaffee, ich bin kein Hund. Ich bin kein Hundesohn! Hör auf, sowas zu sagen! Ich sag doch sowas nicht! Jetzt reicht's mir, ich kann nicht mehr. Nicht gesagt? Feuerwehrmann Sam ist Herr Fuchs, ich hab keinen Bock mehr. Ich bin kein, er nennt mich vor irgendwelchen Leuten Hundesohn. Okay, Rick, ich weiß nicht, was... Ich hab doch nichts gemacht, warum? Rick, du gehst jetzt bitte schon mal ins Chiefbüro, bitte. Ja, alles klar, ich geh ins Büro, alles klar. Wir kommen gleich. Chiefbüro. So ist was Mensch. Was? Ja, ich brauche ihn für eine Ermittlung, Fuchs. So ist Mensch, kommen Sie mit. Danke, dass du mir geholfen hast, dass der Hundesohn gesagt hat. Er hätte mir das vielleicht sonst nicht geglaubt, der Fuchs. Okay, aber ihr wisst schon, also wenn ihr ihn weiter provoziert, dass er das häufiger sagt, dass wir schon die Problematik haben, dass er seinen Job provozieren. Er kommt zu mir und fragt mich, was mein Lieblings-Pokémon ist. Ich sag Relaxo, deine Mutter. Und der Wichser fängt direkt an, Hundesohn zu sein. Ja, und dann zu mir. Dann, Herr Fuchs, ich wollte einmal mit Herrn Soßmensch an einem Tatort fahren. Ist das okay? Negativ. Danke. Negativ. Komm, Soßmensch. Also ich hab, also negativ bedeutet nein, tatsächlich. Und was, warum? Ja, aber, also, ja, Mann, Duanga, ich hab dir das 15 Mal erklärt. Wenn du, das, ich hab's dir immer wieder gesagt, wenn du jemanden umschießt, dann soll es keiner mitbekommen. Wenn du mit jemandem irgendwo fährst, dann soll es keiner mitbekommen. Aber wenn du es am PD machst und er aktiv einsteigt, dann ist das Dümmste, was du machen kannst, Duanga. Okay, warte. Ja, natürlich kann ich sie so nach Hause fahren, Herr Soßmensch. Ja, nein, genau. Das darfst du nicht. Ach so. Nein, auch das dürfen sie nicht. Aber ich bin So! Zeig mir bitte deinen Arbeitsausweis. Oh, scheiße, falsch. Nein, das war das Dümmste, was du hättest machen können, Mann. Duanga, mach mich sofort frei, bevor das irgendjemand sieht. Du kannst richtig Probleme bekommen, wirklich. So, oh mein Gott. Warum lässt du weg? Es ist doch einfach. Duanga, bitte, reiß dich jetzt zusammen. Du kannst kein FIB-Agent. Nein, du kannst kein. Nein. Ihr macht mich jetzt. Oh. Hör doch mal auf damit, ich will Ihnen noch meinen Ausweis zeigen. Ich stelle mich wieder so hin, dass er dich nicht um... Das kann doch nicht einfach sein. Ich schlag dich gleich in die Fresse. Ich schlag dich gleich kaputt, ich sag's so, wie es ist. Was ist das für eine beschissene Scheißsituation? Warte mal, ist das Mensch FIB? Ja, deswegen soll er mir doch bitte seinen Arbeitsausweis zeigen, damit ihr fahren könnt. Yeah. So habe ich bekommen, jetzt könnt ihr fahren. So. Ja! Soßmensch ist auch ein Verräter wie ich, komm. Hallo Kotzi! Ach so. Aber Sie haben es ja gerade gehört, Maverick, oder? Ich wusste gar nicht, dass Soßmensch bei FIB ist. Ich fahre mit den Streifen. Das tatsächlich. Der ist doch nicht FIB, Mann. Warten Sie mal, das ist sehr, sehr wichtig. Ist er auch gar nicht. Der ist noch ein Snitch. Ich bin mir jetzt nicht 100% sicher, aber ich glaube... Ich scheiß auf Soßmensch. Ich verhafte ihn jetzt. Oh mein Gott. Bevor ich dir ein Ding drücke, damit deine hässlichen Mütze hält. Ich habe einen Fehler gemacht. Nimm die Wichse aus dem Bad weg, die Jersey da rangemacht hat. Du mit deinen Wachteeiern willst jetzt hier irgendeinen auf Großer machen, oder was? Ich würde dich so zerlegen in deinem Faustkampf. Ich kann dir meine Wachteier zeigen. Komm, eins gegen eins. Irgendwo. Ja, okay. Komm mit. Irgendwo, lass uns eins gegen eins machen. Ja, komm. Ja, ich bin dabei. Wow, wer sind Sie denn? Komm mir mal bitte einen Schei, ja? Ich bin. Ja? Immer noch. Wie viel Zucker trinkst du? Hallo, Banane. Wie viel Zucker trinkst du? Mach mal so. Ja? Zwei. Was hältst du von dem Outfit? Was sollst du da stehen? Ausbildungsabteilung Leitung. Ehrlich gesagt dachte ich, du bist Sanitäter. Jack, hattest du nicht gesagt, da ist einer besser. Vom Tiefbüro? Sanitäter auf einer Baustelle? Nein, das ist Feuerwehrmann. Na gut. Oh Scheiße, wir haben ihn voll ignoriert. Er hat mich mit dem Outfit gequält und dann habe ich gesagt, gut, alles klar, wenn ihr mich als Feuerwehrmann betitelt, dann setze ich den Helm noch mit auf. Ja, ich finde dieses Rot ein bisschen viel. Das Rot ist wirklich sehr, sehr viel. So ein Bordeaux-Rot wäre, glaube ich, besser. Ich liebe das auch bei deiner Mutter. Ich sage immer, sieh mal dieses Bordeaux-rote Kleid an, Conny. Ja, genau das. Hatten sie schon zweimal erzählt, aber vielleicht, Papa, wenn es okay ist, vielleicht nicht unbedingt jetzt in der Situation vorgelegen. Ich muss mich nicht Papa nennen, außerdem bin ich nur dein Stiefvater. Soß, Mensch, weißt du, wer sein richtiger Vater ist? Den haben wir heute in den Knast gesteckt. Mr. Bitcoin. Was? Mr. Bitcoin ist sein richtiger Vater. Ich habe genauso reagiert, ja. Wer ist mein Vater? Wer mein Vater? Dein Vater, ja. Bald ist jeder in der Stadt der Sohn von Bitcoin. Habe ich auch das Gefühl, tatsächlich. Warte, oh. Ich habe ein Bild von Conny bekommen. Weißt du, wichtige Männer kommen viel rum. Moment, ich muss ihm ein Selfie schicken. Aber, Fuchs. Mhm.
Ich hatte das gestern noch geklärt, dass ich dieses Outfit nur für Ausbildungen oder hier anziehe. Und wenn ich auf Streiche gehe, dann ist das doch kein Bock auf Chat. Mich ganz kurz wettkampfmäßig... Ich will auch ein Tee. Aber alles in Ordnung, Sie können das kurz in der Asservatenkammer machen. Sanchez! Natürlich. Super. So, dann kommen Sie einmal mit. Big Sosa... Ihr wollt kämpfen also? Das ist tatsächlich eine Auseinandersetzung zwischen dem FRB-Agent und entsprechend mir. Aufgrund dessen, dass er sich, ein wenig mal austesten möchte. Wir müssen auch besser austesten. Hallo. Sportlich natürlich alles. Ich bin gerade PD, Mann. Ich kämpfe gegen irgendeinen so Fox-Schwanz. Ja. Okay, komm. So, komm, jetzt wacht der Eier, komm mit. Ja, ich denke schon. Wacht der Eier, Alter. Haben dir die Eier von Jersey im Mund nicht gefallen, oder was? Naja, wie gesagt. Fuchs, hast du das wirklich getan mit Jersey? Negativ. Wenn du nur wüsstest, was er hier vorne für eine Show abgezogen hat gestern, Alter. Jersey. Nicht, aber einfach nur, weil ich so begehrt bin. Wenigstens interessiert sich irgendein Arsch für mich. Warum bist du begehrt? Nur, ich bin Fuchs. Oh, wenigstens interessiert sich irgendjemand für mich. Jersey hatte mehr Schwänze im Mund als Rick seine Hurenmutter, Alter. Was willst du denn erzählen? Wenn du noch einmal auf meine Mutter gehst, du. Rick, seien Sie leise! Rick, bitte, ein bisschen Kontenance. Natürlich. Natürlich. Sowieso sind der korrupteste, den ich je gesehen habe, Herr Fuchs. So, was? Tatsächlich. Das war heftig. Korruptionsvorwurf ist sehr schlimm. Das ist wirklich schlimm, tatsächlich. Aber kommen Sie jetzt mit, wir machen das jetzt hier fix. Ja, warte, ich brauche einen Johnny. Einen Johnny und eine Weste. Hast du einen Johnny und eine Weste? Wenn er beim FIB ist, hätte der doch eine Weste und so, oder nicht? Ja, habe ich aber gerade nicht dabei. Gib mir mal einen Johnny und eine Weste. Weste bringt doch eh nichts. 1, 2, 6. Ich überlege ihn umzuschießen und sagen zu ihm, dass Rick da war. Okay, nur mit der bloßen Faust, ne? Okay. So, Papa, du wirst stolz das auf mich sehen. Was, Papa? Ey, ich kann nicht schlagen. Doch, kannst du. Nein. Warum nicht? Ich kann ihn nicht schlagen. Ich kann nicht schlagen, Mann. Warte mal, man kann schlagen. Der hat sich richtig gelohnt, Mann. Also, jeder kann schlagen außer Sie und wissen Sie warum? Wegen Ihren Schmächten. Soll ich dich mal fesseln und entfesseln? Schlag mal. Jetzt geht's. Oh mein Gott, hab ich mich erschrocken. Komm her. Was ist da los? Wir haben geschossen. Das ist der Schießstand. Bitte nächste Mal vorher ankündigen im Punkt. Entschuldigen Sie, ich wusste tatsächlich nicht, dass der Herr Duanga jetzt auf einmal losschießen wird. Fuchs, ich hab dir gesagt, schieß noch nicht. Erstmal ankündigen. Entschuldigung. Duanga, hör auf, das auf Fuchs zu schieben. Ich hab's gesehen. Wirklich, es reicht jetzt hier langsam mal. Okay. Immer soll ich alles machen. Immer. Ist es Tom das. Ich krieg wegen dir nur Ärger. Komm, Jalla, heute noch kämpfen, Alter. Los, Tom, hör auf rumzuheulen, ja? Ich muss dich jetzt sehen wie mein richtiger Sohn. Steh! Entschuldigung. Oha. Ey, jetzt gib mir wieder Johnny! Warte mal, warum John? Wir haben hier sowas nicht. Nein, komm jetzt mit. Und ich kann wieder nicht schlagen. Komm her. Komm her, ich fesse dich wieder. Trag mich mal. Welche Nummer bist du? Deine Mann. Sos, Mensch, welche Nummer? Okay, warte mal. 1, 2, 6. Verdonga, wer gewinnt, was sagen Sie? Wollen wir wetten? Warum fesseln Sie mich? Warum haben Sie mich jetzt? Warum tragen Sie mich? Warum geben Sie mir 24 Packets, 10 Medkits? Was passiert jetzt hier? Nein, die werden konfisziert. Hören Sie auf damit, bitte. Ich möchte nicht, dass die Sachen konfisziert werden. Ich brauche die Sachen noch. Duanga, ich brauche die Sachen. Duanga. Reicht, okay. Vor der Meta, habe ich das Gefühl. Duanga, ich brauche die Sachen. Duanga, hallo. Was? Ehrlich gesagt, weiß ich nicht, wo ich gerade, Fuchs, ich bin gefesselt. Er fesselt mich. Gib mir meine Sachen zurück, Duanga. Hilfe. Bitte. Duanga, gib mir meine Sachen. Was passiert hier? Er fesselt uns alle. Was für eine Scheiße macht ihr hier? Herr Winterstein, bitte. Er hat uns gefesselt wieder. Er hat alle meine Sachen konfisziert. Ich habe nichts mehr dabei. Wer war das? Wer? Ich sage euch ganz ehrlich, wir brauchen gar nicht lange diskutieren. Benimmt euch jetzt einfach oder wir müssen euch halt. Ich brauche meine Sachen. Kann mir einer die Fesseln abnehmen? Ja, er muss mich entfesseln. Schauen Sie doch mal, was er alles dabei hat. Ich habe nichts mehr dabei. Ja, schauen Sie dabei. Schauen Sie mich gerne an. Dr. Shane, bitte einmal durchsuchen Sie mich. Pistole, bitte. Kampf-SMG, Taschen und so. Ich habe nichts mehr. Alles weggenommen aus der Munition. Hey, das ist doch alles. Er hat ganz alles, er look mich an. Was hat deine Waffen sind doch alle da. Er hat Repacket alles weggenommen. Ja, dann kauf dir die doch neu. Aber warum krieg ich die Schuld? Gib sie ihm wieder. Yeah. Aber ich hab sie ihm ja nicht mal weggenommen. Ich kann ihm das geben. Er hat mich gefragt. Ich hab gesagt, nein, hol dir selber. Und er sagt, ja, dann nehme ich sie mir. Und dann fesselt er mich. Ich kann dir geben, die Hälfte. Komm, Erik. Mein Handy, alles weggenommen. Benimmt euch. Ihr seid keine zweijährigen Kinder, ich weiß, aber ich hab ja kein Handy. Komm, Erik, wir fahren auf Streifen. Die sind Sergeant, ja? Also benehmen sie sich auch so. Natürlich, ich kann ja nicht mehr. Der sollte doch auf euch aufpassen. Erik, komm, wir gehen in Streifenfahrt. Komm mit. Ich geb dir ein Handy. Natürlich kriegst du eins von mir. Bitte. Komm her.
Shane, sollte mir irgendwas zustößen, ich gehe auf Streife mit der Duanga. Gut, jetzt können wir gehen. Welche Nummer? Ich bin die 25 Nummer Duanga. Mir ist mein Job wirklich viel wert. Ich möchte hier wirklich was reißen. Warum tun Sie mir das denn an? So, kommen Sie bitte mit. Was ich gehört habe, ist, dass Herr Duanga um Hilfe geschrien hat. Ja, alles gut. Fuchs, wir gehen auf Streifen fahren. Kommen Sie mit? Auf Duangas Seite. Lutsch ihm doch eine. Krieg ich noch ein GPS, bitte. Was ist denn bitte? Das für eine Respektlosigkeit gerade schon? Ja, wow. Fuchs, weil es ist unglaublich. Ich schreie da die ganze Zeit rum, bitte nehmen Sie meine Sachen nicht weg. Warum kommt ja, dann machen Sie doch vielleicht Ihren Job und gehen Sie auf Streife. Was ist das denn? Sind Sie jetzt ein Police Officer oder sind Sie eine Politesse? Ja. Es reicht hier und heute. Und wenn Sie jetzt noch irgendein Wort sagen und nicht auf Streife gehen, bleibt da Sanktion. Er ist Captain und kämpfen gegen einen FIVler. Ja, und? Und Sie haben gerade Duanga gefesselt. Komm, wir gehen streifen jetzt schnell. Meine Sachen konfisziert. Das ist falsch, das ist nicht so korrekt. Ich hab doch unten geschrien gefühlt, dass ich ausgeraubt werde. Ja, Sie schreien immer, Herr Sanchez. Es reicht jetzt. Herr Duanga, können Sie mir mein GPS geben, bitte? Nein, holen Sie sich selber ein GPS. Kommen Sie mit, Herr Sanchez. Ich kann das nicht mehr. Wie soll ich denn jetzt? Wo ist los, Mensch? Machen Sie mir mal eine Karte, wo die Schwester ist. Hallo, Leute, ich rede doch jetzt ganz kurz. Also, ich kann nicht sagen, was jetzt ganz genau vor ist, weil ich nicht alle beteiligten Aussagen habe, okay? Ja. So, wenn Sie, Herr Breitenberg, jetzt konkreten. Kommen Sie, Sanchez. Herr Duanga, ich komme sofort. Mi amore di corazon, para si more. Hallo? Ja, bitte? Vor dem PD liegen zwei Bewusstlose. Ey, Kevin. Wo? Hallo? Vor dem PD und das war der mit Locken. Oder Kevin, der mit steig was rein, lass mit denen auf Streife, Jelle. Welche Locker? Da, der mit rosa Suhe. Das war der. Der hat einen Baseballschläger in der Tasse. Der hat zwei umgenockt, da vorne. Seid ihr von FIB oder nicht? Wer? Ihr beide? Ja. Aber bitte sagen Sie das keinen, ja? Ja, das ist mir schon klar, aber ich kann nicht mit euch auf Streife fahren, wenn ihr kein von FIB seid. So! Okay, jetzt gut. Machen wir die Stadt unsicher! Ja, aber so, Officer 90 hier im Dienst. Ich fahr gerade mit Streifer von Swipe FIB, Leute. Dann lass uns umziehen, bevor wir jetzt Zivilklamotten mit dir sammeln. Fahr uns mal zum Hacking. Okay. Zum was? Nee, wir gehen einfach hier zum Ding. Ja, wir haben doch keine Waffen und so. Ach, stimmt. Ja, dann. Fahr uns mal bitte dahin. Ja. Nein, das ist einmal bitte nicht auf der Straße steht, ja? Ja, sorry, Papa. Na, alles klar, ich kann noch. Heute noch. Markierst du mir das? Wir müssen einmal zum Hauptquartier. Hab ich doch schon. Aber warte, ich weiß nicht, ob. Egal, fahr hin. Könnt ihr mir das markieren? Ja, ist markiert. Ich meine auf der Karte. Ja, ist auf der Karte. Und warum bin ich denn falsch gefahren? Wohin fährst du? Keine Ahnung. Ja, Officer Duanga Kalinga Fofuna und ein Auslandsdienst Nummer 90 im Los Santo PD. Hallo, wer ist da? Hallo, bitte die Begrüßung etwas kürzer fassen. Ah, hallo, hier Fuchs. Hier ist Tom Fuchs, Captain und Leitung der Dienstaufsicht PD Nummer 07 des RSPDs. Es wäre super, wenn Sie uns abholen. Und Sohn von mir. Genau. Bitte? Herr Sanchez wartet auf Sie und ich warte auf Sie. Herr Sanchez, kommen Sie zum FIB-Gebäude. Negativ. Warum? Ja, kommen Sie doch einfach kurz zurück. Okay, ja, aber ich habe die zwei FIB-Beamten in meinem Auto. Und wenn die anderen Leute die sehen, dann denken die, der ist von FIB. Moment. Herr Fuchs, Moment. Alles gut. Players Festival, was machst du mit uns, Alter? Spielt Rocket League. Ah, okay, ich bin wieder dran. Ja, am Telefonieren ist am Steuer, ist ein bisschen schwierig. okay. Kommen Sie zum FIB-Gebäude? Das ist aber wen Sie mir angesehen. Ich komme zum PD. Ah, ich komme zum PD, natürlich. Okay, ich komme jetzt Sie abholen. Bis gleich. Super, tschüss. Wer ist als erster zu Baku? Ich habe einen. Warte, bevor du da hinfährst, wir müssen eine Maske an. Sie hast eine Maske dabei. So, ich muss vom PD nur einmal die abholen. Ja, und dann weiß er, wer da ist, weil FID. Yeah, wirklich. Warte kurz. Nee, ich steig nicht aus. Warte kurz. Wieder eine Maske an. Warte kurz, Kevin, steig mal aus. Mi amore corazon, vivaras imo, mi amore. Wo ist der? Entschuldigung, dass ich immer weine. Ich muss Hallo? Immer singen, ja? Ja? Lass mich aussteigen, lass mich aussteigen. Warum hier? Oh. Da muss doch eine Maske anziehen. Okay, steig ein. Steig ein. Warte doch mal. Steig ein! Ich hab ihn sogar im Gespräch gesagt, Duanga, das darfst du nicht benutzen. Das ist das falsche Fahrzeug. Warum? Das ist nicht mehr ein Fahrzeug, was wir benutzen dürfen. Ja, nur heute, Fuchs. Negativ. Sagen Sie diesen merkwürdigen FIB-Lern, die sollen... Ich pack dir ein Fahrzeug ein, Ich pack dir gerne ein Fahrzeug aus, was wir fahren dürfen, in Ordnung? Okay. Das als Beispiel. Gut, komm. Okay, ihr beiden. Kommt raus. Ihr zwei, hallo. Wie ist Ihre Dienstnummer, Duanga? Breitenberg. Kümmern Sie sich mal lieber um Ihre Familie statt um Speedy. Sehr starke Ansage. Ja, Mann. Er steht hier schon den ganzen scheiß Tag. Wie wär's einfach mal, wenn du zum HQ fahren bist noch? Ja, markier mir das. Ist markiert. Sind wir jetzt hier in Shuttle-Service eigentlich? Oder? Oh, ja, gerechtfertigt. Nein, wir fahren zusammen auf Streifen. Wo fährst du denn lang?
Operation. So ein Vieh. Wozu markiere ich dir das, wenn du da nicht mehr hinfährst, Scheiße? Wohin? Ups. Kann ich fahren? Nein, ich... Ja, jetzt sind wir auf 7:30. Also Punkt 1, sie nehmen bitte nicht Stück Scheiße. Punkt 2, entsprechend, Herr Ranga, halten sich an die STVO. Das Auto ist komplett kaputt. Punkt 3, ein FAB-Agent wird nicht das Polizeiauto fahren. Aha. Punkt 4, halt deine Schnauze, du dreckiger Streber, Alter. Was ist denn los mit dir? Nimm den Schwanz aus dem Arsch. Wie ist Ihre Agent-Nummer? Meine Agent-Nummer? Ja, bitte. 187. Ich kenne das von Jesus. Hi, Konsti. Hier ist Tom Fuchs. Ich hab eine kurze Herausforderung. Und zwar gibt es hier einen Agent, der hat sich Agent Nummer 187 genannt. Er fährt jetzt mit uns Richtung FIB-Hauptgebäude und beleidigt mich durchgängig. Sein Name ist Soßmensch! Sag ihn Soßmensch! Ja, deswegen, er sagt... Soßmensch ist sein Name! Duanga hat gesagt, sein Name ist Soßmensch. Soßmensch, ja... Aber Soßmensch hast du, Duanga, du hast doch vor uns gesagt, er heißt ein Big Sosa oder so. Big ja, Sosa? Aber Soßmensch auch. Big Sosa? Sag ihm bitte von mir noch, dass ich gestern Abend deine Schwester geknallt habe. Also wir sind am FAB-Hauptgebäude gerade. Da ist der Herr mit dabei und er sagt, ich soll Ihnen sagen, dass er irgendwas mit Ihrer Schwester gestern Abend gemacht hat. Nein, nein, mit deiner. Ah, mit meiner Schwester, hat er gesagt. Wir sind jetzt im FAB-Hauptgebäude. Ja, super. Super, super. Bis gleich. Tschüss, tschüss. Duanga? Ja. Also, Punkt 1 ist, ich würde mir echt wünschen in der Zukunft, dass wenn die ganze Zeit jemand irgendwas gegen meine Schwester oder irgendwas anderes sagt, vielleicht, dass du mal einen Spruch dagegen parat hast, mir ein bisschen Einheit gewiesen, mal irgendwas sagst. Aber und ich die ganze Mr. Bitcoin hat selber gesagt, du hast eine Schwester, die ein Schlampe ist. Schlampe, nicht mal Schlampe. Schlampe so, wäre ja gut, aber sie Schlampe. Ist, warum zieht... Entschuldigen Sie? Ja. Warum ziehen Sie mit einer Waffe auf uns? Mit einem kaputten Auto. Warum sagen Ihre FIB-Agents deswegen nicht, ziehen Sie mit einer Waffe auf uns? Moment, Sie schauen, wenn Sie hier rauf ran. So, ganz, ganz kurz. Warum fragen Sie mich sowas? Hey. Sie sind jetzt ruhig! Ganz kurz, bitte. Erstens, Duanga ihn sofort entfesseln. Zweitens, also. Ihre Agent-Nummer bitte, sofort. So, wenn Sie es... Ja, genau, richtig. Wenn Sie es intern nicht schaffen, dass Ihre Agents, wenn die hatten zwei dabei, wenn die sich nicht anmelden können und sagen, wir sollen zum FAB fahren und Sie dann mit einer gezogenen Waffe sind, wo sind wir hier? Sagen Sie es mir. Und dann kommen Sie mir noch respektlos? Ich respektlos? Sie haben sich nicht angemeldet. Sie können auch in unser Funk reinkommen. Noch einmal ganz kurz. Es waren zwei FIB-Agents bei ja, uns, okay. Die gesagt haben, die haben sich auch nicht angemeldet. Ja, auch dann ist Fehler. Das Ihre Sache. Die haben uns gesagt... Ist das gesagt? Mein Fehler? Nein. Okay. Ich sichere trotzdem die Gegend hier ab. Ja, der so. Beschweren Sie sich einfach. Ihre Agent-Nummer? Immer noch 13. So, es geht um Agent 13 entsprechend. Wir haben... Es geht, Duanga. Hallo, wie heißt dein Name? Gibt es eine Streife, die noch einmal... Darf ich leider nicht sagen. Nein, ich möchte keine Waffen von Ihnen kaufen. Wenn ich euch ankündige, das klappt hier nicht. Nein, danke. Das machen die auch. Die schießen auch auf mich. 100%. Ist ja, die warum telefonieren wir hier? Das frage ich mich auch gerade. Finde ich klasse. Ja, aber nochmal, Konsti, wir haben gestern Breitenberg gebrochen im Büro. Wir haben den mal. Ich hab's ja mitgekriegt, Mann. Ja, wir haben so viele Aussagen gegen ihn, der weiß gar nicht mehr, wem der trauen kann und wem der nicht trauen kann. Gegen wen? Bitte? Gegen Breitenberg. Wen? Breitenberg. Breitenberg war gestern bei uns im Büro und hat sich den kriminellen Status abgeholt und die Rechnung. Und dann haben wir ihm auch mal darüber aufgeklärt, dass wir bei ihm so viele Informationen bekommen über das Kali-Kartell, dass wir wirklich schon darüber Beratschlag haben, das FIB abschaffen zu können. Dass wir... Die werden mit Schubkarren zu uns getragen, die Informationen über das Kali-Kartell. Wir haben Informationen, wann, wo, wie, welche Waffen die jetzt. Das Problem ist halt für uns... Die haben wir alle von Breitenberg? Nein, über Breitenberg, über das Kali-Kartell. Das Problem ist, die Information für uns zu filtern immer, wie die Leute quasi in den das Besitz der Informationen gelangt sind. Das ist das Hauptproblem, was wir haben. Wir würden nie etwas, oder wo irgendwie nur der geringste Zweifel dran besteht, dass irgendwie wieder Ricardo Milos vom Würfelpark mitbekommen hat. Solche Informationen würden wir nie gegen ihn verwenden. Aber irgendwie sagt jeder gegen Breitenberg aus. Jeder. Oder gegen das Kali-Kartell. Ich weiß nicht. Das ist fürchterlich. Was heißt denn jeder? Wo kommen denn die Leute her? Zivilisten, eigene Mitglieder, Rumgeheule im Knast, wenn wir Leute... Eigene Mitglieder? Ja, wir haben Leute von ihnen verhaftet, die heulen uns die Ohren voll. FIB 1154. Das können Sie sich nicht vorstellen, Duanga. Bitte, sagen Sie nichts, Mr. Bitcoin. Bitte sagen Sie nichts, Mr. Breitenberg. Ich lande im Pool. Ich weiß mehr, glaube ich, über das Bloodout-Ritual von Kali. Was sagen die euch denn genau? Die eigenen Kaki-Mitglieder sagen euch Sachen über Kaki-Kartell? Unter anderem, ja. Niemand. Doch. Ich habe doch mit denen geredet, das sind Opfer, aber die verraten nicht.
Doch, die sind, ja, die verraten, die reden nicht mehr unbedingt mal mit mir, aber die, wir haben hier die beste Undercover-Einheit, die es hier gibt. Diese fünf Mann? Ich möchte Ihnen ein Beispiel nennen. Welchen Rang haben Sie beim PD? Sergeant. Okay, ich gebe Ihnen eine Information mit, ja? Okay. Ein Agent geht auf das Grundstück mit einem Kali-Mitglied oder mit einer weiteren Person und fragt ein ranghohes Mitglied nach einer Waffe und er übergibt ihm einfach eine Waffe im Beisein des Agents. Das reicht für eine Razzia. Ich bin gerade in den schwarzen Mercedes eingestiegen, die laufen hier noch rum mit Text. Das ist ein Razzia-Beschluss. Wir können Waffen unmittelbar mit dem Grundstück von Kali in Verbindung bringen. Die laufen aber auch ohne Masken so mit Tech-9s rum und zielen so in die Luft und keine Ahnung. Ja, Herr Breitenberg, ich grüße Sie. Ja, und warum machen wir keine Razzia? Ja. Das muss immer auf einer rechtlichen Grundlage bestehen, die aufgrund von Einsatzberichten gefestigt wird. Deswegen, ich würde mal gleich an Herrn Maverick fragen, ob wir wegen jeder Akte, die wir entsprechend jetzt von der kriminellen Vereinigung aufnehmen, ob wir das dann nochmal zusätzlich als Einsatzbericht hinterlegen, um eben Gründe für eine Razzia zu finden, wie beispielsweise Waffenbesitz, den wir bei Herrn Bitcoin hatten. Das müssen wir mal rausfinden. Duanga, aber bloß nochmal ganz kurz unter vier Augen. Ja? Ich küsse doch dein Herz, aber bitte fesse hier nicht nochmal einen FAB-Agent oder irgendwas. Das Ding ist, es ist immer so, dass ich dann, es kommen Fragen auf und dann, ne? Ich wollte dich nur beschützen. Dafür danke ich dir, vom ganzen Herzen danke ich dir dafür. Aber Fakt ist, dass es am Ende des Tages so ist, du gehst dann irgendwann eben schlafen, weil du, ne? 2 Stunden sind ja auch irgendwie auch eine Vollzeitbeschäftigung. Und dann am Ende des Tages stehe ich hier und muss die restlichen 6 Stunden von meinem Tag, muss ich das rechtfertigen, was du in 2 Stunden gemacht hast. Und ich musste mir jetzt alleine schon in 5 Minuten, wo du was anderes gemacht hast, musste ich mich 3-mal darauf rechtfertigen, ob entsprechend ein Captain sich so verhält und warum ich dich nicht extra kontrolliere, weißt du? Deswegen nur meine Bitte, es ist alles gut, du hast alles super gemacht, aber es darf nicht passieren, dass ich 8 Stunden jeden Tag da bin, seit 70 Tagen und ich mich davon 70% dafür rechtfertigen muss für etwas, was du machst, okay? Das wäre super. Nur als Feedback, ansonsten machst du alles super. Ich bin sehr, sehr froh, dass du hier bist. Okay? Fuchs, wolltest du nicht was sagen? Bitte? Also, ich war bei, du hast doch gerade gesagt, kann ich mit dir unter 4 Augen reden und ich warte. Oh, Entschuldigung. Also dann fasse ich nochmal zusammen. Du machst an sich, machst du echt eine gute Arbeit und so. Ich bin echt froh, dass du hier bist. Alles super, bin ich wirklich happy. Aber du musst halt darauf aufpassen. Ich habe ja auch nur einen 8-Stunden-Tag und davon ist irgendwie 2 Stunden, du machst irgendwas, wo du da bist. Und 6 Stunden davon muss ich mich meistens dafür, ne? Hi, Conny. Okay. Gutes Gespräch auf jeden Fall. Vielen Dank auf jeden Fall. Ich danke Ihnen vielmals. Ich weiß, was Sie nebenbei gesagt haben. Was denn? Alles gut. Ich wusste schon, dass Xos FIBler ist. Ist er nicht? Ich habe ihn gerade festgenommen. Na gut, natürlich. Eine Frage. Mag das PD das FIB oder nicht? Weil sonst habe ich etwas, womit Sie das FIB auch zerstören können. Ich werde Sie auch nicht mehr beschützen ab jetzt. Okay, nein, ich hasse die. Sie haben sich eben gerade in Gegenwart von Maverick selber 3-4 Mal widersprochen. Und Sie haben jemanden gehen lassen, der angeblich eine Tech hatte, der aber nie eine hatte, wollten eine Fahndung ausschreiben auf ihn, im Nachhinein, haben aber seine Personalien angeblich vergessen aufzunehmen und können keine Fahndung schreiben. Verstehe ich nicht. So arbeiten Sie die ganze Zeit. Sie lügen. Sie haben gerade im Gespräch mit Maverick, dem obersten Richter, sich 3-4 Mal selber widersprochen und Lügengeschichten erfunden. Lügengeschichten, die man sogar teilweise widerlegen. Und ich kann Ihnen eins sagen, das FIB mag das PD sowieso nicht. Ich weiß auch, dass das PD das FIB loswerden will. Und aus irgendeinem Grund ist Konzi heute mit Hass geladen und lässt es an uns raus. Ich werde in Zukunft auch Konzi nicht mehr beschützen. Für mich ist das FIB ab heute gestorben. Okay. Und ich, wenn sich irgendwelche Beweise in die Finger kriege, schicke. Gut, ich werde jetzt mit Konzi reden. Ich frage mal nach. Machen Sie, was Sie wollen. Okay. Aber das PD leistet gute Arbeit und ich verstehe jetzt auch, warum das PD immer schlecht über das FIB redet. Heute habe ich es. Also, mir wurde gerade gesagt von dem Richter, dass sie, dass die bei euch Waffen übergeben auf euer Grundstück neben FIB-Beamte. Wer? Ja, eure Leute. Und dass sie immer mit Waffen draußen rumrennt und maskiert und man weiß immer, ihr seid mit Waffen. Ich werde jetzt schauen. Geklärt, okay, tschüss. Das ist schon geklärt, danke. Ja, es hätte ein geiles Auto, das ist ein Pferd. Ja, Breitenberg hat gerade mit mir geredet. Wir müssen zum Würfelpark 1190. Ja, ich komme. Warum will er euch fertig machen? Mich? Nein, FIB. Du weißt doch, wie Breitenberg ist, Mann. Ja, also die haben nicht mehr lange tatsächlich, Duanga. Wer? Naja, der 1199 am Würfelpark. Ah, ja, gut, dann lohnt sich nicht hinzufahren. 1190 heißt Schießerei. Achso, ja, ich weiß. Pack schon mal das Auto aus. Okay, also, ihr müsst euch aufpassen. Breitenberg ist jetzt aktiv gegen euch. Wenn er aktiv gegen das FIB wirkt, hat er schneller den Dauerstatus gucken kann. Und ich bin jetzt schon am Prüfen, ob wir den kriminellen Status verlängern, wenn ich gerade höre, dass das Oberhaupt der Kali-Familie mit einer Schusswaffe schon wieder erwischt wurde. Wann? Heute. Hast du mal Mr. Bitcoin? Ja, Mr. Bitcoin. Natürlich, die sind immer so. Das Auto ist so kacke. Ja, fährst nicht so gut, ja? Du kommst nach deinem Vater. Warte. Wer ist dein Vater? Mr. Bitcoin.
Aber die Problematik, mein Stiefvater ist ja jetzt Herr Duanga. Also ist, ja, was ich bin, ist, was heißt Stiefvater? Ich bin nur mit deiner Mutter zusammen. Ja, also Fakt ist, das will ich jetzt bloß nochmal sagen, mir wurde gestern ein sehr, sehr großer Stich in mein Herz gemacht. Mir wurde mein Range Rover weggenommen. Warum? Ich hatte als Captain, durfte ich eigentlich einen Range Rover fahren. Der hat sich super gefahren, den habe ich geliebt und so und alles war toll. Der wurde mir gestern einfach weggenommen. Das war so traurig. Von wem? Den DOJ 01 hat gesagt, wir dürfen nicht mehr mit Polizeifahrzeugen rumfahren. Aber mir ist ja so, ich brauche ja einen wegen der Dienstaufsicht. Ja, geil. Geile Nummer. Wow, super, dass du super überhaupt dich... Aua! Dich wagst, über meinen Fahrkunst zu reden. Ich okay, FIB. Stellen Sie sich schon mal vor, irgendwas. Wer bist du? Was willst du? Ja, also jetzt haben wir tatsächlich gerade die Zeit, darüber zu sprechen. Soll ich das Auto versuchen? Nein. Dreh dich doch, Fuchs. Ich glaube, nein. Hä, wie soll ich das machen? Ja, ich schieb doch an. Ja, schieben wir. An der Seite. Okay. Klappt nicht. Ja. Na gut, dann schleppen wir es ab. Donga, steig aus, wir schleppen es ab. Ah, nice. Sehr gut. Und Bitcoin ist der Vater? Ja. Kennst du Bitcoin? Ja, hat eine Reparaturkit vielleicht jetzt schon. Ah ja, das habe ich. Aber okay, also es sind alle Scheiben kaputt. Das Blaulicht auch, aber ich probiere das mal zu reparieren. Vielleicht, Duanga, hörst du auf? Danke dafür. Entschuldigung, Duanga, tut mir leid. Bei Gott, bitte, es kann doch nicht. Also, wie heißt du denn? Das darf ich leider nicht sagen. Ich will deinen scheiß Namen wissen. Ja, das ist belastend. Das geht leider nicht. Sag mir deinen Namen. Schlagen Sie mich. Das ich hab jetzt... Nein. Fuchs, okay. Hör mir zu. Ich drehe das Auto kurz auf der Seite um. Okay. Das Auto kurz auf der Seite hier drüben um. Bist du vom Kaki-Kartell? Sag mir die Wahrheit. Werk. Reparatur. Wer ich? Sag mir die Wahrheit. So. Reparatur. Soll ich sagen, ob ich vom Kali-Kartell bin? Ja. Reparatur. Nein, ich bin der Verbieter. Okay, Reparatur. Gut, reparieren. Ah, warum dreht man das scheiß Auto nicht um, Fuchs? Ja, wie soll ich das denn machen? Bin ich jetzt Hulk geworden oder was? Mann, ey. Hä, seit wann? Chat, seit wann steckt ein Auto denn so fest? Ja, was sollen wir denn jetzt machen? Duanga, komm, du schaffst das, dreh's mal um. Okay, Duanga, hast du noch eine Ahnung, wie das, also was jetzt hier, wie das jetzt funktioniert? Ja, letzte Chance! Das klappt nicht. Es ist nicht dein scheiß Ernst, oder was, oder? Du hast... Ist alles okay mit dir? Ja, also ein Schuss und es wäre nicht mehr okay gewesen, sag ich dir ehrlich. Also ein Schuss und es wäre nicht mehr okay gewesen, sag ich dir ehrlich. Ja, lad nochmal nach, damit du jetzt noch viel nach... Also wirklich, leg die scheiß Waffe weg. Natürlich. Check bestanden. Also, du willst auch sterben, du lässt meinen Schuss! Du sollst deine Waffe weglegen! Ist schon weg. Digga! Was erwartet er denn? Funkcheck. Ich denke, der ist kugelsicher. Bei 81,97 auf der Autobahn, dort, wo das Schiebschutz angezeigt wird. Sag mir, wie dein Scheißname heißt. Ich werde dich durchsuchen. Verunfallt. Wir bräuchten eine Abholung. 10-4, vielen Dank. Können Sie sich mal einen fesseln hier? Soll das? Warum ist er gefesselt? Herr Duanga? Ja, warte. Ich will wissen, wie er heißt. Hallo. Sie dürfen aber keinen... So. Ich reppe hier mal kurz weiter. Ja, reparieren Sie mal das Auto. Reparieren. So. Aha! Ich setze mich hier unten ran. Soll das so? Was denn? Sie, Fuchs, schau mal da hinten, da ist, glaube ich, was. Hä? Warte. Ich kann nicht aufstehen. Tja. Scheiße. Jetzt schleife ich dich am Boden, ja! Brennt das da unten bei dir? Kannst du mal aufhören damit? Wie ist dein Name? Okay, ich sag dir meinen Namen, wenn du mich entfesselst. Aber nicht hier oben. Gib mir dein Wort. Wort. Du tust das jetzt. Okay. Ja, eins. Entfesselst du mich, aber nicht hier. Ja, ich sag dir meinen Namen. Zwei. Ehrlich. Zwei and help! Ey, ich sag dir meinen Namen. Mach und... Mich drei. Bin ich schon tot? Nein, ich hab dich losgelassen. Okay. Entfessel mich. Wieso machen sie das? Ah! Oh mein Gott. Oh nein, Duanga. Geht's dir gut? Was? Hier ist ja ein Blume! Junge, was war das? Ich spring einfach. Hast du das gemacht? Nein, ich schwöre, er ist von selber gesprungen. Was hat er gesagt? Er meinte, wie du an Gas runtergefallen und da sprintet er und da sprintet er. Ich kann nicht mehr. Er liebt mich so viel. So wie du es wolltest. Let's go! Hey. Kali, Kartell, es ist Mr. Bitcoin. Lauf schnell, wenn er hinter dir